So, ich begrüße Sie zu unserem nächsten Vortrag. Bei Markus Schmicke bin ich mir ganz sicher, dass das sehr spannend werden wird. Er ist Physiker ursprünglich und ist aber auch sowohl von der persönlichen Erfahrung und Praxis wie auch von der Theorie sehr stark im vedischen Wissen Indiens verwurzelt und bringt die moderne Physik mit dem uralten vedischen Wissen zusammen auf eine neuartige Art und Weise. Und dabei spielt die Arbeit des deutschen Physikers Burkhard Heim eine ganz zentrale Rolle, kann man sicher sagen, weil Burkhard Heim, der ein Außenseiter war im normalen physikalischen Betrieb, aber er war eben auch deswegen Außenseiter, weil er es gewagt hat, ein physikalisches Konzept zu entwickeln, was seriös wissenschaftlich ist, aber auch Dimensionen unserer Existenz und der Realität mit einbezieht, die sonst keine Berücksichtigung finden in der Physik und eben für ein umfassendes, ganzheitliches Weltbild aber notwendigerweise mit berücksichtigt werden müssen. Und da können Sie sich vorstellen, dass es nun etwas Näheres zu erfahren über dieses Konzept für den Zusammenhang mit den anderen Dingen, die wir gestern und heute gehört haben oder noch hören werden, mit Sicherheit hochinteressant werden kann. Bitte, Markus, ich bitte dich. Ja, vielen Dank, Marco, für die nette Einleitung und auch vielen Dank an die Organisatoren, mich wieder einzuladen zu diesem Kongress. Ich habe das letztes Mal sehr genossen, hier zu sein auf dem Kongress im Februar, wo es eben sehr stark, noch stärker als heute, um das Thema direkt der Quantenphysik geht, obwohl heute ja auch noch Beiträge dazu kommen werden. Und als ich gehört habe, dass dieser Kongress heute und gestern sich sehr stark mit dem Thema Mensch und der Mensch eben nicht nur als sterbliches Wesen, sondern auch mit der Perspektive darüber hinaus, also die Themen, die gestern behandelt wurden. Na, Tod ist ja schon ein ganz eng an die Grenzen hinantastens von dem, was wir noch von dieser Seite aus verstehen können, von diesem Unbegreiflichen. Es geht ja hier nicht um das Thema Tod, sondern es ging um das Thema Nahtod. Und der Tod ist etwas absolut Unbegreifliches für den Menschen, das völlig aus der Logik seines Lebens und seiner alltäglichen Erfahrung herausfällt. Aber wir wissen alle, das kann man sich vom gesunden Menschenverstand her schon leicht klar machen, dass man das Leben nicht verstehen kann, ohne den Tod zu verstehen. Leben und Tod sind zwei Aspekte, die ganz eng miteinander zusammenhängen. Und um das Leben zu verstehen, muss man über den Tod meditieren. Und um den Tod zu verstehen, muss man über das Leben meditieren. Also diese beiden Seiten. Und deswegen dachte ich, das ist doch endlich mal ein wichtiger Kongress. Eigentlich bräuchten wir eine 10-mal so große Halle, weil es hier aus wissenschaftlicher Perspektive um dieses zentrale, wichtige Thema des menschlichen Lebens geht. Und ohne den Tod verstanden zu haben, ist das Leben nichts wert und umgekehrt. Das sind also zwei, wollte ich erstmal dem vorausschicken und dachte ich, ja, da würde ich auch gerne kommen zu diesem Kongress und habe dem Herrn Getrost, der das hier mit organisiert, gesagt, ich hätte einen interessanten Beitrag dazu und zwar aus naturwissenschaftlicher Perspektive. Nämlich, ich habe beim letzten Kongress hier im Februar das schon darüber gesprochen. Eine meiner wichtigsten Begegnungen in meinem Leben war die Begegnung mit dem Chemiker und Physiker Burkhard Heim. Einem Menschen, der schon als 16-Jähriger ganz knapp dem Tod entronnen ist und beide Arme verloren hat bei einer Explosion, sein Gehör, sein Augenlicht fast verloren hat und dann einen ganz interessanten Weg ging. Dieser Weg führte dazu, dass er eine neue Physik entwickelt hat. Eine neue Physik, die bis zum heutigen Zeitpunkt nicht wirklich verstanden wurde
Und die so glaube ich, Burkhard Heim ist ja 2001 verstorben, aber in Zukunft noch eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Das Problem ist nur, Burkhard Heim hat sich gar nicht so verständlich ausgedrückt. Ich habe extra eine kurze Pause gelassen. Daran sehe ich, dass einige von Ihnen schon mal versucht haben, was von Burkhard Heim zu lesen. Ich kann Sie beruhigen, das geht nicht. Das soll Sie trotzdem nicht abhalten. Man muss einen wahnsinnigen Mut zur Lücke haben, um sich mit Burkhard Heim original zu beschäftigen. Es gibt interessanterweise ein Buch, und ich habe das sogar dabei. Es gibt ein Buch von ihm. Ich habe nur drei Taschen. In einer dieser Taschen müsste es sein. Das ist ja ein Ding. Ja, erstaunlich eigentlich. Naja, es gibt also ein Buch, das ich eigentlich dabei habe. Aber das ist ja erstaunlich. Macht ja nichts. Das heißt, von Burkhard Heim ist ein Physikbuch, das heißt Postmortale Zustände. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Titel für ein Buch, das im Wesentlichen aus Formeln besteht. Und von allen Büchern von Burkhard Heim ist interessanterweise dieses Buch das Verständlichste. Das, was man mit unglaublich viel Mut zur Lücke noch sich trauen kann zu lesen. Und da beschäftigt er sich nämlich mit diesem großen Thema, das auch in seinem Leben eine große Rolle spielt, aus naturwissenschaftlicher Sicht, nämlich der Frage mit dem Tod. Und vor allem dieser großen Frage, geht es nach dem Tod weiter? Wie geht es nach dem Tod weiter? Oder ist mit dem Tod alles vorbei? Und er macht das so grundlegend, indem er nur mit dem beginnt, mit dem man eigentlich beginnen muss. Nämlich mit der Wirklichkeit der menschlichen Erfahrung. Also das, was man nicht mehr abstreiten kann, dass wir erfahrende, wahrnehmende Wesen sind und versucht, die Gesetzmäßigkeiten dieses Wahrnehmens, dieses Erfahrens, des über die Welt nachdenken können, das, was wir also unbestrittenerweise sind, niederzuschreiben und daraus eine Weltsicht, die sich dann auch in Richtung naturwissenschaftlicher Weltsicht entwickelt, herauszugestalten. Also ein ganz, ganz großes Projekt. Dieses Büchlein Postmortale Zustände ist eigentlich eine Zusammenfassung von seinem Hauptwerk. Das Hauptwerk von Burkhard Heim wurde nie veröffentlicht. Das heißt Syntrometrische Maximen-Telezentrik. Ein absolut Bestseller-verdächtiger Titel. Ich bin schon gespannt, welcher Verlag sich, wenn es dann mal irgendwann herauskommt, es sind 500 DIN A4 Seiten, so dick liegt auf meinem Klavier. Und in diesem Buch geht er genau diesen Weg. Und das ist ein Weg, den andere auch schon gegangen sind. Ich hatte es beim letzten Mal erwähnt, René Descartes hat das auch gemacht. Er hat gesagt, lass uns mal an allem zweifeln, an was man zweifeln kann. Gucken wir, was bleibt übrig. Cogito ergo sum. Ich bin ein wahrnehmendes Wesen. Und mal sehen, was wir daraus machen können. Karl Friedrich von Weizsäcker hat das auch getan und hat aus diesen, wie er das nannte, Preconditions of Human Experience, also dem, was wir notwendigerweise voraussetzen müssen, damit man überhaupt davon ausgehen kann, dass der Mensch die Wirklichkeit wahrnehmen kann, eine Physik entwickelt, aus einer Axiomatik. Und da möchte ich gerne ansetzen, denn Burkhard Heim hat ja auch studiert bei Karl Friedrich von Weizsäcker und Werner Heisenberg. Karl Friedrich von Weizsäcker hat, das hatte ich noch vor meinem Abitur gelesen und dann auch während meines Studiums vertieft, einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Art, wie wir denken und dem Raum, in dem wir uns erfahren. Die Art, wie wir denken, ist zunächst einmal menschlich in Dualitäten. Sie ist zweiwertig. Sie unterscheidet Aussagen zwischen wahr und falsch. Und sie unterscheidet zwischen innen und außen. Sie unterscheidet zwischen dem Ich, dem Selbst, dem, was wahrnimmt und dem, was wahrgenommen wird. Diese Zweiwertigkeit der Wahrnehmung, was irgendwie im Bewusstsein mit eingebaut, die Zweiwertigkeit unseres Denkens, die ist schon von den alten Griechen, von Aristoteles, als Logik festgeschrieben worden, als die zweiwertige Logik. Man nennt sie heute die klassische Logik oder die aristotelische Logik. Aristoteles hat das, möchte ich hier nochmal wiederholen, eben ganz klar zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt,
indem er gesagt hat, es sind nur zwei, ein drittes gibt es nicht, tertium non datur. Oder Hamlet hat es so schön zum Ausdruck gebracht, indem er sagte, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Man müsste ihm antworten, nein, das ist nicht die Frage. Sondern viel interessanter ist das, was sich nicht in den Kategorien von sein oder nicht sein erfassen lässt, sondern was dahinter liegt, was darüber hinausgeht. Viel interessanter ist das, was sich nicht unbedingt als wahr oder falsch beantworten lässt, sondern nicht das, was dazwischen liegt, vielleicht. Ich meine nicht das vielleicht. Ich meine nicht, dass ich nicht entscheiden können oder zu 70% wahr oder zu 40% wahr. Ich meine keine Fuzzy-Logik, sondern ich meine hier etwas, was ja oder ja und nein, was wahr und falsch, was Objekt und Subjekt transzendiert. Aber zurück, Karl Friedrich von Weizsäcker hat es dargelegt, dass aus der Zweiwertigkeit unseres Denkens eine gewisse Notwendigkeit besteht, zu einer dreidimensionalen Darstellung der Physik zu kommen. Also die Dreidimensionalität des Raumes, die uns so wichtig ist, weil wir uns darin so gut auskennen. Zwei Dimensionen hat dieser Raum und wir können uns frei in ihm bewegen. Wir können die Treppe benutzen und uns auf die, oder den Lift, wenn wir eine Hotelkarte haben, und können uns auf diese Weise auch in der dritten Dimension bewegen. Das ist aber alles. Mehr als diese drei Dimensionen stehen uns zunächst einmal nicht zur Verfügung. Und unser ganzes Leben verbringen wir im Wesentlichen sogar nur in zwei Dimensionen, weil unser Planet eine zweidimensionale Oberfläche hat. So, der Mensch nimmt sich selber als ein dreidimensionales, räumliches, materielles Wesen dar. Und bei Einstein ist dann noch eine vierte Dimension hinzugekommen. So arbeiten wir oder heute in der Physik mit einer vierdimensionalen Raumzeit. Also ein vierdimensionales raumzeitliches Wesen, das räumlich einen Anfang und ein Ende hat, das räumlich eine Masse hat, das eine Größe hat, es definierbar ist an einem bestimmten Ort und nirgendwo anders, nicht an zwei Orten gleichzeitig und immer genau an einem Ort. Und das Gleiche gilt für die Zeit. Immer genau an einem Punkt in der Zeit und nicht an zweien gleichzeitig und auch zu keinem Zeitpunkt nirgends in der Zeit oder im Raum. Das ist das, womit wir konfrontiert werden als Bewohner, als eindeutiger klassischer Bewohner einer vierdimensionalen Welt. Wir wissen, dass das zunächst einmal nur für so einen makroskopischen Körper klassisch gilt. Und ich gehe davon aus, dass gestern schon über die Quantenphysik geredet wurde und dass heute auch noch im Vortrag von Professor Görnitz über die Quantenphysik geredet wird, wo wir ja wissen, dass das, was ich hier dargestellt habe, so genau in der mikroskopischen Welt der Atome und der Elementarteilchen nicht mehr gilt. Die können schon über den Raum verschmiert sein und auch zeitlich gibt es da größeren Spielraum. Aber für uns als Menschen ist das als makroskopische Wesen nicht so leicht. Und so erfahren wir uns als vierdimensionale Wesen eingesperrt in Raum und Zeit. Der eine leidet mehr darunter und der andere leidet weniger darunter. Der eine leidet manchmal sehr stark darunter und dann erfährt er die Weite dieser Welt und freut sich zu leben und sich bewegen zu können. Manchmal müssen wir das durch Schicksalsschläge erfahren, was es bedeutet, eben in dieser Raumzeit gefangen zu sein. Wenn man plötzlich sich nicht mehr bewegen kann, wenn man plötzlich das zeitliche Ende sieht oder mit dem zeitlichen Ende konfrontiert wird. Also mit den Begrenzungen, die dieses klassische Verständnis von Raum und Zeit für uns bedeuten. Wir sind ein sterbliches Wesen, das an dem Ort, wo es sich gerade befindet, unerträgliche Qualen erleiden mag, um das mal so darzustellen, wenn es nicht schnell weglaufen kann. Also, deswegen wird, kleiner Bezug zum vedischen Wissen, das Marco Bischof schon angekündigt hat, diese vierdimensionale Raumzeit, diese materielle Welt in den Veden auch als Durga bezeichnet. Durga ist auch ein Name der Göttin, die diese materielle Energie beherrscht aus vedischer Sicht. Und Ga heißt gehen und Dur heißt sehr schwer. Also man kann ihr nicht entkommen. Es ist sehr schwer von ihr, von dieser Vorstellung oder aus dieser Art Gefängnis wegzugehen. Durga heißt auch Gefängnis. Das ist also ein Verständnis, das uns alte spirituelle Kulturen geben, dass diese Vierdimensionalität, dieser materielle Körper mit allem, was da drum herum sich befindet, eben etwas ist, was uns begrenzt, was uns einschränkt wie ein Gefängnis und was uns deswegen auch mit Leid konfrontiert und so weiter. Also,
diesen Zusammenhang, ich möchte das an dieser Stelle nicht so weit ausführen, dieser Zusammenhang zwischen der dualen Art zu denken, die auch als anthropomorphe Logik bezeichnet wird, eine Logik, um die wir als Menschen gar nicht so richtig herumkommen. Wir denken nun mal so, hier bin ich und da ist die Welt und was anderes gibt es nicht. Und eine Aussage muss auch irgendwie immer wahr oder falsch sein. Wir unterscheiden zwischen Objekt, Subjekt. Diese zweiwertige Logik führt zur dreidimensionalen Darstellung im Raum. Und daraus kann man einen interessanten Zusammenhang ableiten. Dass wenn ich mein Denken erweitere, wenn ich also aus der Zweiwertigkeit des Denkens ausbreche, dann kann ich unter Umständen auch aus den Restriktionen des dreidimensionalen Raumes oder der vierdimensionalen Raumzeit ausbrechen. Das wäre doch die Lösung, wenn es uns hier nicht mehr gefällt. Und es kommt der Zeitpunkt, wo es uns hier nicht mehr gefallen wird. Jetzt seid ihr alle glücklich und sitzt hier und freut euch und so weiter, aber es kommen immer Zeitpunkte, wo es einem hier nicht mehr gefällt. Und eben dieser besondere Zeitpunkt, wo man hier sich auch nicht mehr aufhalten kann, der Tod, wenn man dem nahe kommt, wird man mit dieser Thematik konfrontiert. Kann ich dieser Vierdimensionalität entkommen? Denn in der Vierdimensionalität gibt es, je näher ich dem Tod komme, keine Zukunft, keine Perspektive, weder räumlich noch zeitlich. Oder gibt es etwas Transzendierendes, etwas jenseits davon? Wie sieht das aus? Was ist das? So, wie kann ich mich dem nähern? Ja, wieso ist eigentlich das ein Problem mit dieser Zweiwertigkeit? Reicht das nicht aus? Nein, es reicht nicht aus. Das kann man sich sehr leicht klar machen, dass diese Zweiwertigkeit des Denkens nicht ausreicht. Nehmen wir es mal, ein ganz einfaches Beispiel. Die Zweiwertigkeit des Denkens drückt sich ja aus in der Dualität zwischen dem Ich, dem Selbst, dem wahrnehmenden Selbst, der Res Cogitans bei Descartes und der Res Extensa, dem da draußen, was ich wahrnehme und betrachte. Und alles ist entweder in mir oder da draußen. Und das da draußen ist objektiv. Das hat nicht die Qualität eines wahrnehmenden Wesens. Das bin nur ich. So kann ich die ganze Welt unterteilen. In meine persönliche Wahrheit, das Subjektive und dem Objektiven da draußen. Das funktioniert eben so lange, wie ich nicht in dieser Wirklichkeit konfrontiert bin mit einem anderen Menschen. Sobald ich mit einem Du, mit einem anderen Menschen konfrontiert werde, wird es schwierig, den in dieses zweiwertige Weltbild einzuordnen. Der ist ja nicht, zunächst mal ist das Du ein Bewohner meiner objektiven Außenwelt. Und damit erstmal von der Kategorie Tisch oder Stuhl oder Baum oder Planet oder Pflanze. Und so kann man das Du auch behandeln. Das kann man machen. Auf die Dauer gibt das ein Problem, weil das verhält sich nicht wie ein Stuhl oder ein Tisch, den ich beherrschen, manipulieren kann und einfach der nur ein Objekt meiner Interessen, meiner Wünsche, meines Lebensplanes ist. Die verhalten sich manchmal anders. Und je näher sie einem kommen, desto anders verhalten sie sich häufig. Das haben alle schon erfahren. Denn das Du ist zwar da draußen Teil meiner Außenwelt, ist aber gleichzeitig genau wie ich ein solches wahrnehmendes Subjekt. Aus Symmetriegründen muss ich als Wissenschaftler sozusagen schlussfolgern, das ist ein wahrnehmendes Subjekt wie ich. Das hat die gleiche Unterscheidung zwischen objektiver Außenwelt und innerer Subjektivität. Und das passt in dieses zweiwertige Weltbild überhaupt nicht mehr rein. Ist das Du? Ist das jetzt Subjekt? Nein, Subjekt bin ja ich. Oder ist es Objekt? Ja, es ist Objekt, aber gleichzeitig Subjekt. Wie geht das? Das Du sprengt diese Dualität zwischen Subjekt und Objekt. Das Du ist außen und gleichzeitig für sich selbst genommen absolute Innerlichkeit. Genau wie ich für mich reine Innerlichkeit bin. Und alles, was ich wahrnehmen kann und fühlen kann und anfassen kann und denken kann, bin nicht ich und ist damit Objekt. Und wenn ich mich frage, wer bin ich? Diese Frage stellt man sich dann ab und zu mal im Leben in der philosophischen Stunde oder wenn man in eine Nahtodeserfahrung hineinkommt. Eine Nahtodeserfahrung muss nicht unbedingt kurz vorm Tod sein, sondern einfach die Konfrontation mit dem Tod. Die Philosophen früher hatten immer so einen Schädelkopf auf dem Schreibtisch stehen. Wie sagt man, so ein Schädel. Nicht? Einfach, weil sie das wussten.
Das Leben ist eine Nahtodeserfahrung. Und die Buddhisten, die meditieren auf einer Kette, die aus Knochen geschnitzten kleinen Totenköpfen besteht. Nicht, weil die so unheimlich morbide sind, so in ihrer Spiritualität, sondern weil sie sagen, so bin ich dem Leben am nächsten, wenn ich dem Tod am nächsten bin und nicht mehr diese Dualität habe. So, das Du sprengt die Zweiwertigkeit. Und das ist das Wichtigste in unserem Leben, das wissen wir alle. Das Du ist so wichtig, weil ohne das Du können wir uns nicht mal selber erfahren als ich. Wir brauchen das Du als Spiegel. Also insofern, das Wichtigste in der Welt sprengt die Zweiwertigkeit und wir müssen sie überwinden. Wir kommen auf diese Weise zur Dreiwertigkeit. Das Ich, die Welt und das Du. Das sind drei Qualitäten. Und damit kommen wir auch mit der Dualität zwischen Materie und Geist nicht mehr klar. Das ist nämlich das Gleiche. Die müssen wir auch erweitern. Das war das Thema meines Vortrags hier vor 3 Monaten. Habe ich gesagt, Materie und Geist, da gibt es etwas Drittes, auch wenn Aristoteles sagt, es ist verboten. Das ist die Information. Die Information, die den Geist und die Materie miteinander verbindet. Und die Quantenphysik sagt ja, auf der grundlegendsten Ebene der Wirklichkeit ist das eben nicht mehr irgendetwas zum Anfassen, sondern reine Information, aus der sich dann die Wirklichkeit heraus entfaltet. Und aus Information kann sich die materielle äußere Wirklichkeit entfalten, daraus kann sich aber auch die innere geistige Wirklichkeit entfalten, weil die Information beide Aspekte hat. Genau hat das Du die beiden Aspekte von dem Äußeren und dem Inneren. Es geht um die Erweiterung der Zweiwertigkeit zur Dreiwertigkeit und man kann sich jetzt schon vorstellen, da bleiben wir nicht stehen. Ich habe einfach mal hier als Einstieg dieses Bild genommen. Das ist ein vierdimensionaler Würfel in einer dreidimensionalen Projektion, perspektivisch auf einer zweidimensionalen Oberfläche dargestellt. Wenn Sie sich mal versuchen, einen vierdimensionalen Würfel vorzustellen, dann bestehen dessen Oberflächen aus dreidimensionalen Würfeln. Das ist schwer vorzustellen. Ich kenne einen Menschen, der sich sowas vorstellen kann. Ich habe es mal versucht, es gibt ein Buch von Rudi Rucker, Reise in die vierte Dimension, das war ein Kollege von Kurt Gödel. Das ist ganz interessant und man kriegt so eine Ahnung, wie man sich das vorstellen kann. Einfach mal mit dem Geist, mit den Gedanken zumindest die Dreidimensionalität durchbrechen und sich einfach mal was Vierdimensionales vorstellen zu können. Das ist eine ganze Mathematik auch für sich selber. Die Veden, um auch wieder auf diesen Aspekt meiner Biografie zurückzukommen, sagen deswegen ganz am Anfang, im ersten Satz sozusagen, eine der wichtigsten grundlegenden Upanishaden beginnt mit diesem Satz. Sie sagen, im Ursprung ist weder das Sein noch das Nichtsein. Und auch das gleichzeitige Sein und Nichtsein findet sich dort nicht. Und auch das gleichzeitige Nichtsein von Sein und Nichtsein ist dort abwesend. Also versucht gar nicht erst mit einer anthropomorphen, zweiwertigen Logik den Ursprung zu verstehen. Und da das, was wir hier sehen, nichts anderes ist als eine Transformation dieses Ursprungs, könnt ihr das mit einer solchen zweiwertigen Logik auch nicht verstehen. Vergisst es. Genauso wurde der Buddha einmal gefragt. Buddha, glaubst du, oder wahrscheinlich so ehrwürdiger, glaubst du an die Seele? Wichtige Frage für einen Buddhisten. Und er sagte, ich glaube nicht, dass die Seele existiert. Ich glaube aber auch nicht, dass die Seele nicht existiert. Auch glaube ich nicht, dass die Seele weder existiert noch nicht existiert. Und auch bin ich nicht davon überzeugt, dass es nicht richtig ist, dass die Seele existiert und nicht existiert. Das war die Antwort des Buddha. Und dann hat er gesagt, ich glaube nur. Und dann kamen die 4 edlen Wahrheiten. Diese Welt ist und so weiter. Und wir müssen hier raus. Wir müssen sie transzendieren. Das ist wichtig, aus dieser Zweiwertigkeit des Denkens herauszukommen. Und jetzt könnte man sehen, was sagen die Veden? Die Upanishaden sagen dann, im nächsten Satz sagen sie, du bist ein Kind der Unsterblichkeit. Das hängt damit zusammen. Denn nur wenn du aus dem zweiwertigen Denken rauskommst, kommst du aus der Vierdimensionalität der Raumzeit heraus. Und darin gibt es keine Unsterblichkeit. Darin bist du
ein Gefangener von Raum und Zeit, mit Anfang und Ende. Es kann höchstens sein, dass nach dem Ende wieder ein Anfang kommt und dann wieder ein Ende und dann wieder ein Anfang und wieder ein Ende, was sich nach einer gewissen Zeit, also spätestens nach einigen Leben, auch als ein Problem darstellt. Also sowohl die Sterblichkeit, dass irgendwann alles vorbei ist, ist nicht akzeptabel. Das können wir als bewusstes Wesen nicht akzeptieren. Wir können das Nichtsein gar nicht denken. Aber das dann immer wiederkehren müssen, ist auch keine Perspektive. Deswegen daraus, aus dieser Dualität. Und das ist auch, wo Burkhard Heim angesetzt hat, nämlich an dieser Stelle des Denkens. Er hat daraus eine mehrwertige Logik entwickelt, die weit über das hinausgeht, was der Mensch so richtig formulieren kann. Deswegen hat er auch seine eigene Sprache entwickelt. Deswegen heißt das Buch eben auch, syntrometrische Maximentelezentrik? Kann sein. Aber diese Worte haben keinen Sinn. Die haben nur Sinn, wenn sie definiert sind. Und Burkhard Heim hat sie selbst definiert. Das ist die Problematik, das zu lesen. Das mag man ihm verzeihen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dahinter steht ein tiefer Sinn. Ich möchte an dieser Stelle weitergehen. Zunächst einmal hat Burkhard Heim sich über die wissenschaftliche Beschreibung der Wirklichkeit Gedanken gemacht, hat gesagt, ja, das geht ja alles auf den galileischen Verzicht zurück. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, indem wir davon ausgehen, dass alles mathematisch beschreibbar ist. Also nicht nur mathematisch, sondern quantitativ über die Zahl. Wir können unsere Sinneswahrnehmung abbilden auf quantitativ beschreibbare Ergebnisse von Messungen. Und wenn wir darauf unser ganzes Weltbild aufbauen, schauen wir mal, wie weit wir da mitkommen. Und aus diesem galileischen Verzicht ist die heutige Naturwissenschaft entstanden. Die ganze Technik, unsere ganze Welt. Burkhard Heim sagt dann aber, jetzt eine ganz einfache Argumentation, er nennt mal diesen Bereich die Physis. Das ist das quantitativ, nach quantitativen Gesetzmäßigkeiten beschreibbare Wirklichkeit, die Physis. Er sagt aber schon, der Lebensprozess selber lässt sich aus diesen quantitativen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr verstehen, nicht mehr erklären. Da kommt etwas Neues hinzu. Da werden die unwahrscheinlichsten Zustände realisiert. Und in der zweiwertigen Logik lassen sich alle physikalischen Prozesse in zwei Kategorien unterteilen. Es gibt deterministische, kausale, und dann gibt es die nicht-deterministischen, nicht-kausalen, und die sind durch den Begriff des Zufalls zu beschreiben. Also wir haben hier das deterministische Naturgesetz, und da, wo das nicht mehr greift, zweiwertig gibt es keine andere Möglichkeit, haben wir den Zufall. Das heißt, es gibt keinen Grund. Es passiert absolut grundlos. Entweder gibt es keinen Gott oder er würfelt. So hat Einstein das ungefähr formuliert. So, das ist ein Dilemma, weil das Leben, der Lebensprozess, die Komplexität des Lebens lässt sich weder durch die deterministischen Naturgesetze erklären, weil durch kausale Naturgesetze niemals etwas Neues entsteht. Es wird immer nur das Bestehende in sich selber überformt. Und auch durch den Zufall, die absolute Grundlosigkeit, entsteht auch nichts Neues. So aus dieser Dualität ist das Leben nicht zu erklären, in seiner Komplexität, in seiner Organisation. Deswegen folgt bei Burkhard Heim zunächst mal der Schritt aus der Physis, gibt es einen Übergang, es gibt eine Grenze von dem, was mathematisch beschreibbar ist, und darüber hinaus gibt es einen neuen Begriff, das sind die Organisationspotenzen. Das heißt, die Fähigkeit, Formen, neue Formen zu schaffen und in der Physis zu verwirklichen. Und deswegen fügt Burkhard Heim zu der Physis, die nennt er Alpha, das Beta hinzu, das ist der Lebensprozess. Und aus dem Lebensprozess, und der ist eben mathematisch nicht mehr vollständig beschreibbar, weil er auch der zweiwertigen Logik nicht mehr vollständig unterliegt, heraus wird die Physis organisiert. Das sind Organisationspotenzen, die einer Richtung, einem Ziel folgen. Und auch dieser Lebensprozess, das Beta, hat irgendwo seine Grenze, und da kommt das Gamma, nennt er Psyche, das ist sicherlich ja kein guter Name, aber kein eindeutiger Begriff. Die Psyche gibt diesen Organisationsmustern, dem Beta, Bedeutung. Das ist schon eine Interpretation.
Und dort, wo dieser Bereich der Bedeutung, die Psyche, zu Ende ist, kommt der dritte Bereich, den nennt Bockertheim Delta. Er nennt das Pneuma. Das ist der geistige Bereich des geistigen Sinns des Ganzen. Und das ist eine Folge von vier Wirklichkeitsbereichen, die ich jetzt nur mal so dargestellt habe, die er aus einer Logik der Grundlagen menschlichen Erfahrung heraus ableitet. Also Alpha die Physis, Beta der Lebensprozess mit seinen Organisationspotenzen, Alpha Beta Gamma die Bedeutung dessen, die Psyche, da wo das Bewusstsein mit ins Spiel kommt, und dann viertens Delta Pneuma, der geistige, sinngebende Bereich für das Ganze. Im Vortrag hier vor 3 Monaten habe ich das Ganze noch differenzierter mal dargestellt nach Bockertheim, weil diese vier Bereiche, Alpha, das heißt Physis, Beta, Bios und so weiter, lassen sich dann in verschiedene Dimensionen unterteilen. Zum Beispiel die Physis besteht aus 7 geschichteten hierarchischen Wirklichkeitsebenen. Das beginnt ganz unten auf der Ebene T0, die ist hier noch weggelassen, mit logischen, eigentlich mit den Zahlen. Dann geht es weiter. Erst auf der 3. Ebene kommen Elementarteilchen. Und das Prinzip dieser Schichtung ist immer, dass die Elementarteilchen sich zu Atomen, zu einer höheren Einheit zusammenfügen. Und die Atome sich zu Molekülen, zu einer höheren Einheit zusammenfügen. Und die Moleküle, die bilden Makromoleküle und die bilden Biomolekülkomplexe. Und da an dieser Stelle geht es von der Physis zum Bios über. Und so weiter, bis wir dann auf der Ebene T11 im Bios zur lebensfähigen Zelle kommen und auf der Ebene T14 zu Organen. Was hier geschieht, ist immer, das ist das umgekehrte reduktionistische Programm, dass frei nach Teilhard de Chardin hier immer ein höheres Sein durch ein umfassenderes Verbundensein entsteht. Moleküle sind mehr als Kerne und Atome zusammengefügt. Sie bilden eine komplexere, höhere Sinneinheit. Und in dieser Schichtung der Wirklichkeit, wo sich eben die höhere Ebene nicht auf die niedrige reduzieren lassen, wie im reduktionistischen Programm, bildet jede Ebene für sich wieder eine Sinndimension, die das, was darunter liegt, prägt und führt. Oder umgekehrt. Das heißt, das, was hier geschieht auf der Ebene der Elementarteilchen, richtet sich nach dem da oben. Weil die lebensfähige Zelle will leben. Und deswegen richten sich die Elementarteilchen nach ihr. Und die Elementarteilchen bewegen sich in einer lebensfähigen Zelle unter diesem geistigen Primat. Sie sind ein Teil einer lebensfähigen Zelle. Und das macht sie zu dem, was sie sind. Das gibt ihrem Dasein einen Sinn. Und dieser Sinn entsprechend verändert die Quantenwahrscheinlichkeiten auf der Ebene der Elementarteilchen. Und plötzlich spielen die alle zusammen, weil sie dem Gleichen dienen, dem gleichen Sinn folgen. Das Ganze, dieses Prinzip hat Bockertheim zu einer Physik gemacht. Eine Physik, die sich immer an den Sinneinheiten dieser höheren Holomorphismen, wie Bockertheim das genannt hat, orientiert. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe das am letzten Mal in der Form schon dargestellt, dem ich hier gesagt habe, dass hier das Prinzip darin besteht, dass diese niederen Ebenen den höheren Ebenen dienen. Das Elementarteilchen, das Elektron beispielsweise einer lebenden Zelle, verhält sich wie ein Diener der Zelle. Die Quantenwahrscheinlichkeiten von den Prozessen, die das, oder den Wegen, denen das Elektron folgen kann, die der Zelle nützen, sind höher als die unnützen. Das heißt, dieser Sinn, der dahinter steht, letztlich das Leben, dahinter das Bewusstsein, dahinter der Geist, dahinter die Seele, das Spirituelle, das gibt den Sinn für diese gesamte Existenz vor. Erstens allgemein, zweitens ganz spezifisch unser eigener Lebenssinn, unser eigener Lebensweg, also das Allgemeine und das Spezifische. Das wirkt hier zusammen, um das hier unten zu organisieren. Und das grundlegende Prinzip ist, das bekommt Energie, was am meisten Sinn macht. Letztes Mal haben wir daraus gesagt, das kriegt Energie, was am meisten Sinn macht. Die Krankheit bekommt Energie, wenn sie für uns am meisten Sinn macht. Wenn sie mehr Sinn macht als die Gesundheit, hat sie mehr Energie. Das heißt, wenn wir gesund werden wollen, müssen wir die Gesundheit zur sinnvollsten Alternative machen.
ist nur ein Beispiel für dieses Gesetz der fünften Dimension, wie ich es einmal genannt habe, dass die Energie kommt immer von dem höheren Aspekt, mit dem man sich verbindet. Jeder kennt das aus seinem Leben. Das ist eine Weisheit aller Mysterienschulen. So funktioniert die Wirklichkeit. Und so funktioniert auch die Naturwissenschaft. Das heißt, die Materie organisiert sich über den Geist. Und der Geist ist diese Komplexität der sinnvollen Zusammenhänge. Ohne das zerfällt die Materie in Staub und Asche. Das ist, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist der eine Weg, Burkhard Heim, wenn wir das nach oben gehen, dann haben wir hier insgesamt 25 solcher Dimensionen, also 24. Und bei der 24. ist dann der Übergang zu dem geistigen Bereich mit den sogenannten mentalen Metroplexen. Es ist hochinteressant, auf diese Weise sich mal mit der Wirklichkeit zu beschäftigen. Nun gibt es, das ist der eine Weg, wie man sich mit Burkhard Heim beschäftigen kann. Es gibt einen zweiten Weg und die beiden müssen wir zusammenbringen. Und ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Wie spät ist es denn? Ich habe eine Uhr. Ich habe eine Stunde insgesamt. Viertel vor zwölf und das heißt, du hast noch 20 Minuten. Das ist nicht so einfach. Ich werde es trotzdem versuchen. Das war mir wichtig. Jetzt den anderen Weg, den Burkhard Heim zunächst beschritten ist. Was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, ist das Spätwerk von Burkhard Heim, also 70er Jahre. Ja? Na, das war schon Ende der 60er Jahre, also Spätwerk kann man jetzt nicht sagen. Hier ging es schon in den Anfang der 50er Jahre los, als er noch studiert hat im Institut damals von Werner Heisenberg. Damals hatte er sich mit Gravitationstheorie beschäftigt. Und die Gravitationstheorie, die auf der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein aufbaut, die hat es ja geschafft, zunächst mal die Gravitation auf eine Eigenschaft des Raumes selbst zurückzuführen. Mal sehen, da habe ich, glaube ich, sogar einfach mal hier ein Bild vorbereitet. Das zeigt, wie also die Masse über die Gravitation, also den Raum verformt und zu einer Eigenschaft des Raumes selber wird. Und Einstein hat es in seinen späten Lebensjahren auch versucht, das auf die anderen elementaren Kräfte der Natur zu übertragen. Es ist ihm nicht gelungen. Burkhard Heim hat an der Stelle angesetzt, ich muss hier eine ganz lange Geschichte ganz kurz machen, es ist ihm zu einem sehr hohen Grade gelungen, auch die anderen Kräfte, elektromagnetische Wechselwirkung, die starke und die schwache Kernkraft, zurückzuführen, alle auf ein solches Prinzip der Deformation des Raumes. Und daraus entsteht eine einheitliche Theorie, eine Feldtheorie, eine einheitliche Feldtheorie, die alle Kräfte, die die Natur bewegen, zurückführt auf Bewegungen des Raumes selber, Deformationen, dynamische Deformationen des Raumes selber. Nur bei diesen Berechnungen ist es dazu gekommen, dass vier Dimensionen des Raumes nicht ausreichten, um diese ganzen Gleichungen und Formeln darzustellen. Ganz knapp, Einstein hatte 16 Formeln, die die Raumzeit und ihre Energietransformation beschreiben und daraus der vierdimensionale Energieimpulstensor entstanden. Bei Burkhard Heim waren es 36 und deswegen ist daraus eine sechsdimensionale Matrix entstanden, ein sechsdimensionaler Energieimpulstensor. Mathematisch, physikalisch zwingend. Er konnte sich dem nicht widersetzen, einfach indem er die Gravitation genommen hat und zu Ende gerechnet. Es kam dabei raus, 36 Gleichungen. 36 Gleichungen passen in einen vierdimensionalen Raum nicht rein. Dafür brauche ich sechs Dimensionen. 6 mal 6 macht 36. Und plötzlich stand er da und hatte eine sechsdimensionale Raumzeit. Und es machte unheimlich viel Sinn. Die ganze Quantenphysik ergibt sich da als ein Spezialfall, genauso wie sich die ganze spezielle und allgemeine Relativitätstheorie hier als ein Spezialfall dieser sechsdimensionalen Physik ergibt, als eine Näherung unter bestimmten Umständen. Und das ist ja das Kennzeichen einer Metaphysik, dass sie die bekannten physikalischen Modelle ergibt als Randerscheinung, aber weit darüber hinausgeht. Weit darüber hinaus. Er hat eine Masseformel entwickeln können, mit der er die Massen aller Elementarteilchen bestimmen kann und so weiter. So, betrachten Sie mal nur den unteren Teil bis zu dieser Trennlinie. Dort haben wir diese sechs Dimensionen. 1, 2, 3, 4, die Raumzeit, fünfte, sechste Dimension, das, was hinzukommt. Dort sind diese organisierenden Potenzen, die das, was sich hier unten abspielt,
beeinflussen, indem sie dafür sorgen, dass nicht immer der wahrscheinlichste Zustand realisiert wird, sondern indem im Wesentlichen sich immer das Unwahrscheinlichste ereignet im Leben. Das Leben ist ja der denkbar unwahrscheinlichste Fall. Und der ereignet sich mit großer Nachdrücklichkeit. Und ist erstaunlich stabil. Das lässt sich nur auf diese Weise erklären, wenn man da mal tiefer hineinschaut. So, es ergibt sich hier eine sechsdimensionale Wirklichkeit. Das da oben wurde dann später ergänzt in seiner Zusammenarbeit mit Walter Dröscher. Und da gibt es heute die Puritaner unter den heimischen Heimjüngern, die sagen, wir arbeiten nur mit sechs Dimensionen. So viel jünger gibt es da auch nicht mehr. Die meisten sind auch schon etwas älter. Das sind diese sechs Dimensionen, die Bockertheim in seiner frühen Arbeit auf der Gravitationstheorie aufbauen. Später bei dem Versuch, daraus aus der vereinheitlichten Feldtheorie eine vereinheitlichte Quantenfeldtheorie zu machen, sind dann nochmal sechs Dimensionen hinzugekommen, die eine Art Spiegel sind von dem, was ich hier unten habe. Vierdimensionale Materie, zweidimensionale Organisationsraum. Spiegelbildlich darüber haben wir da einen vierdimensionalen Bewusstsein- oder Geistraum und entsprechend ein zweidimensionales Informationsfeld und die Kommunikation zwischen Materie unten und Geistbewusstsein da oben läuft über diese vier Dimensionen, die dazwischen sind. Das ist schon ein Ergebnis der Überwindung der zweiwertigen Logik. Wir haben hier drei Seinsbereiche, wir haben hier Materie, wir haben hier Bewusstsein und hier haben wir die Information dazwischen, das Informationsfeld, das etwas von beiden und doch etwas Neues ist. Aber glauben Sie nicht, dass das, was ich Ihnen hier darstelle, mehr als zweiwertig ist. Das ist alles nur zweiwertig, weil diese 12 Dimensionen nur das quantitativ Darstellbare von dem, über was wir hier sprechen, anschaulich macht und damit immer noch in der Zweiwertigkeit ist. Aber es weist über sich ganz deutlich hinaus. So, jetzt wird spannend. Wir haben hier eine fünfte Dimension und eine sechste Dimension und den Rest kümmern wir uns gar nicht mehr. Diese fünfte Dimension macht es so spannend. Die fünfte Dimension ist nämlich ein Organisationsparameter für unterschiedliche Komplexitäten. Alpha, Sie erinnern sich, die Physis, und jetzt führe ich diese beiden Ideen wieder zusammen. Das, was physisch, die Elementarteilchen, die Atome, die sind von der Komplexität ganz unten. Darüber kommt der Lebensprozess mit seinen Organisationspotenzen, mit seinen morphogenetischen Feldern und so weiter. Die stehen von der Komplexität darüber. Darüber die psychischen Prozesse, die Prozesse im Austausch zwischen Lebewesen, Gamma, die stehen von ihrer Komplexität, von ihrer Feinheit noch darüber und darüber die geistigen. Und das ist alles geschichtet und geordnet in der fünften Dimension. Die fünfte Dimension erlaubt all diese Wirklichkeitsebenen in einem Weltbild zusammen. Und das ist ganz entscheidend, weil wir selber, und da möchte ich Ihnen mal ein ganz lustiges Diagramm zeigen, das ist bei mir unter dem Namen Monster abgespeichert, damit ich es wiederfinde. Ich finde sonst nie was wieder, wenn ich nicht eindrückliche Namen gebe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, diese Skizzen kommen, glaube ich, vom Illobrand von Ludwiger. Was hier dargestellt wird, ist keine Krake oder ein Monster, wie ich es hier gesagt habe. Wir schauen, hier gibt es so ein... Hier unten ist der dreidimensionale Raum. Da können Sie sich auch gerne noch eine vierte Dimension dazu denken. Also hier unten auf dieser Ebene haben Sie die vierdimensionale Raumzeit. Und diese Achse hier oben, das ist die fünfte Dimension, die X5. Und wir, unser Körper, der ist nur hier unten auf der Ebene dargestellt. Das ist nur die Scheibe hier unten. Die sehen wir nicht, weil das wächst hier in die Höhe. Was hier in die Höhe wächst, das wächst in die fünfte Dimension. Das sind die verschiedenen Schichten unseres Seins im Alpha, das heißt hier unten unsere Materieausdehnung bis zur Ebene der Makromoleküle. Dann geht es hier ins Beta hinein. Und unser Körper wird zur Zeit unseres Lebens ständig begleitet von Organisationsmustern, Organisationspotenzen, die ständig auf uns einwirken. Je jünger wir sind, desto mehr. Je älter wir werden, desto weniger. Wenn wir ganz jung sind, eine Zelle, dann muss daraus ja erstmal ein komplexes Lebewesen werden. Und die Intelligenz, die Information, die notwendig ist, um das zu organisieren, weiß heute
mittlerweile fast jeder, da reicht die DNS-Information nicht aus. Da koppelt etwas an die DNS-Doppelhelix an, das hier organisierend wirkt. Und da ist ein unglaublich starker, wie Burkhard Heim das nennt, Aktivitätenströme finden dort statt. Aktivitätenströme sind diese kleinen schwarzen Fäden, die nämlich zwischen diesen Organisationsmustern und dem, was hier unten stattfindet mit Elementarteilchen, Molekülen und Atomen, ständig Informationen austauscht. Also das sind alles Informationsflüsse, die wir hier sehen. Diese Arme, diese Krakenarme, das sind auf- und absteigende Aktivitätenströme. Dort kommunizieren diese verschiedenen Ebenen miteinander. Und wenn wir winzig klein sind, also eine Zelle oder zwei, und dann wächst das zu einem Embryo, da kann man sich vorstellen, wie viel Information da ständig zwischen der Blaupause des Lebewesens und ihren verschiedenen Destinationen und dem, was sich dort als Materie formt. Und dann wachsen wir heran und irgendwann sind wir so ausgewachsen, wie wir das sind. Und was dann passiert, dann verselbstständigt sich diese Materie. Die verselbstständigt und diese Connection wird schwächer. Die wird schwächer. Unser Körper denkt, er könnte alleine existieren. Und dann passiert auch das sehr gehäuft, je älter wir werden, desto stärker ist die Abkopplung von diesen Informationsfeldern dahinter und desto mehr Krankheiten treten auch auf. Deswegen, wenn man dann plötzlich krank wird, da setzt die Informationsfeldmedizin ein, sagt, ja, einfach wieder mit dem Informationsfeld connecten, mit diesen organisierenden Potenzen, die dahinter stehen, um das Ganze wieder in diese Form zurückzubringen, in das labile Gleichgewicht, das wir Gesundheit nennen. Der Alterungsprozess ist sozusagen ein immer dünner Werden dieses Informationsflusses zwischen der Materie hier unten und den Organisationspotenzen, die dahinter liegen. Übrigens, durch Stress und andere psychischen Stress, das kann man nachweisen, blockiert man diesen Informationsfluss. Es sind immer emotionale Traumata, emotionale Stress, psychische Stressfaktoren, die dafür sorgen, dass dieser Informationsfluss zwischen Alpha und Beta gestört wird und deswegen erzeugt der Stress Krankheiten und auch das Altern. Es gibt Yogis, um nochmal wieder auf die vedische Kultur zum Sprechen zu kommen, die mit weniger Stress leben und die werden Tausende von Jahren alt. Das ist jetzt natürlich jetzt erstmal eine unbewiesene Behauptung. Da muss man mal ins Himalaya gehen und in Höhlen suchen, da sitzen die. Und alle 12 Jahre zum Kumbh Mela treffen die sich dann auch. Da kommen dann 800 Jahre alte Yogis und so. Also jetzt wieder zurück zur Wissenschaft. Aber das ist aus einer anderen... Ja, dann geht das hier weiter. Was ich sagen möchte, ist, oder worauf ich hinaus möchte, es geht dann hier weiter bis in den psychischen Bereich, dann bis in den geistigen Bereich. Und dieser Austausch, Informationsaustausch zwischen dem geistigen und diesem psychischen Bereich, diese Aktivitätenströme hängen mit dem Bewusstsein zusammen. Und da entscheidet sich auch, wie bewusst ein Wesen ist. Da hat Burkhard Heim große Abhandlung darüber geschrieben, ein Buch, das heißt Der Lebensprozess, je nachdem, wie stark ausgeprägt diese und differenziert diese Aktivitätenströme zwischen Gamma und Beta, Gamma und Delta sind, desto höher steht ein Lebewesen vom Bewusstseinsgrad. Also ob es ein Primat ist oder ein Säugetier oder ein Mensch und so weiter. Das lässt sich darin von einer inneren Anatomie dieser Aktivitätenströme darstellen. So, jetzt ist halt die Frage, was passiert zum Zeitpunkt des Todes nach diesem Modell? Zum Zeitpunkt des Todes desintegriert sich, wie wir wissen, Alpha. Das heißt, der physische Aspekt unseres Daseins desintegrierte sich. Und warum desintegrierte sich? Die Antwort ist hier ganz klar gegeben, nämlich weil alle Aktivitätenströme aus einem bestimmten Grund zwischen Beta und Alpha zum Stillstand kommen. Sie werden aus einem bestimmten Grunde werden sie gestoppt. Das kann einfach dadurch sein, weil der Körper zerstört wird. Es kann auch ein natürlicher Prozess sein, dass diese Aktivitätenströme immer schwächer werden und irgendwann nicht mehr ausreichen, um Alpha zu organisieren. Das ist dann der schleichende Alterungsprozess. Es gibt also viele Varianten eines solchen Prozesses. Entscheidend ist, dass hier zu einem bestimmten Zeitpunkt ein solcher Schnitt erfolgt. Wir sehen das hier schon dargestellt. Hier wird dieser Schnitt zunächst einmal oberhalb von Beta durchgeführt, das heißt die Physis und der Lebensprozess zusammengenommen, als der Bereich, der zunächst zurückgelassen wird, und der Bereich Gamma und Delta, der steigt hier auf.
So wird es in dem Bild dargestellt. Das ist ganz interessant, weil wir haben hier eine fünfte Dimension zur Verfügung. Das heißt, der Aspekt unserer Persönlichkeit, der nicht Lebensprozess oder Physis ist, hat die Möglichkeit, sich zu trennen von dem Bereich Alpha und Beta, indem er in der fünften Dimension aufsteigt. Das ist ein schönes Bild, ja, ein Aufsteigen gen Himmel, aber das ist kein Aufsteigen gen Himmel im Sinn einer religiösen Metapher, sondern das ist ein Aufsteigen in Richtung höherer Komplexität, höherer Feinheit der Prozesse, die hier stattfinden. Und Bockertheim hat das sehr interessant beschrieben. Er hat das mit einem Heißluftballon verglichen. Ein Heißluftballon steigt so lange auf, bis das Gewicht, das er mitträgt, den auftreibenden Kräften sozusagen 1:1 entgegensteht und dann steigt er nicht mehr weiter. Wenn man dann noch weiter hoch will, dann muss man Sandsäcke abwerfen. Und da gibt es ja dieses... Ich weiß nicht, ob Sie den Film Die sieben Zwerge gesehen haben mit Otto. Der hatte dann die Wahl, seine Eltern hatten die Wahl, ob sie einen Sack voll Gold oder den kleinen Otto aus dem Ballon werfen. Und die haben den kleinen Otto aus dem Ballon geworfen. Und so wurde er dann zu einem Findelkind. Das ist natürlich grausam. Aber das hat hiermit gar nichts zu tun. Das ist mir nur gerade eingefallen. Also, dieser Heißluftballon, der besteht aus unseren geistigen, mentalen und psychischen Prozessen, also das, was wir eigentlich sind, der hat jetzt keine Aktivitätenströme mit dem da unten mehr, aber es gibt Dinge, die ihn halten, um sehr hoch aufzusteigen. Und das sind die sogenannten Residuen bei Bockertheim, das heißt die nicht verarbeiteten Erlebnisqualitäten. Dinge, die wir erleben und nicht integrieren können in unsere Persönlichkeit. Die irgendwo im Unbewussten weggesteckt werden, teilweise irgendwo gespeichert werden, auch im Körper, teilweise im Beta gespeichert werden. Diese Residuen bestimmen in diesem Modell, wie hoch dieser Heißluftballon steigt und bestimmen auf diese Weise, wo das Ganze zum Stehen kommt, um mit dem Ziel, diese nicht verarbeiteten Erlebnisqualitäten, also die Dinge im Leben, die man sich nicht genau angeschaut hat, die man nicht mit dem Licht des Bewusstseins durchdrungen hat, die man weggeschoben hat, um die auch zu verarbeiten, um die auch zu integrieren. So, und das ist ganz interessant, denn die fünfte Dimension erlaubt uns jetzt oberhalb dieser Nullebene. Die Nullebene ist das, der Fußboden, auf dem wir hoffentlich stehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, parallel zu dieser vierdimensionalen Raumzeit in der fünften Dimension beliebig viele parallele Raumzeiten anzuordnen. Da gibt es eine ganz große Abhandlung von Bockertheim über die sogenannten Pararäume oder parallelen Räume, parallele vierdimensionale Raumzeiten, die so ähnlich aussehen können wie diese. Nur sie sind feiner, sie sind komplexer. Wir besitzen eine andere Feinstofflichkeit, besitzen auch eine andere Zeitlichkeit. Und in dem Maße, wie wir hier aufsteigen, kommen wir zu einem bestimmten Punkt, der sozusagen unserem Bewusstseinsstand oder der Verarbeitung dieser Bewusstseinsqualitäten entspricht, um dort unter Umständen in einer anderen Raumzeit diesen Erlebnisqualitäten nachgehen zu können und sie verarbeiten zu können. Und dann unter Umständen nach Verarbeitung dieser Erlebnisqualitäten auch wieder zurückkehren zu können, beziehungsweise diesen Prozess wieder ankoppeln zu können an Prozesse, die unten in Alpha und Beta stattfinden. Das heißt, wenn das wieder geschieht, wenn also ein solcher psychischer, bewusstseinsmäßiger, geistiger Bereich wieder ankoppelt an die Materie, kann sich dort wieder Leben organisieren. Das wäre sozusagen eine Inkarnation, die dann stattfindet und es bildet sich hier wieder ein solcher komplexer Lebensprozess ab. Was interessanterweise hier geschieht, zum Zeitpunkt des Todes und eine Notwendigkeit, die dort geschieht, ist, wenn sich dieser Prozess nicht allzu abrupt ereignet, ist eine sogenannte, Bockertheim nennt das Engramm-Transkription, nämlich, dass die Informationen, die in der Materie sind, völlig zurückgezogen werden und ganz in das Beta hineinfließen. Wenn das geschehen ist, kann eine vollständige Ablösung erst geschehen. Und im nächsten Schritt geschieht das nochmal zwischen Beta und Gamma. Das heißt, die gesamte Information, die in unserem BIOS gespeichert wird, fließt in unseren Gamma-Bereich hinein
und letztlich dann in den Delta-Bereich. Das ist sozusagen ein Zurücknehmen, ein Zurückfließen der Information, ein Wiedereinsammeln dessen, was man in der Welt sozusagen von sich selber verstreut hat und was sich dort auch entwickelt und verändert hat. Und das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen in allen alten Religionen wird unglaublich, und Kulturen, nicht nur Religion, wird unglaublich viel Aufmerksamkeit auf diese Rituale, auf diese Sterberituale, auf die Todesrituale, auf die Begräbnisrituale gelegt. Da werden Zeiten eingehalten. Das ist auch aus naturwissenschaftlicher Sicht sinnvoll. Wenn man das nämlich nicht tut, bringt man diese sogenannten Engramm-Transkriptionen auch mal ganz schön durcheinander. Dann kann nämlich Information von uns hier verstreut bleiben, die nicht wieder eingesammelt wurde. Das geschieht, wenn Menschen sehr abrupt aus dem Leben treten. Dann mag sich da etwas verselbstständigen und hier noch weiter bewegen, was eigentlich zunächst einmal hier gar nicht hingehört. Also man kann hier sehr viele Schlussfolgerungen draus ziehen für Themen, die man sonst auch als paranormal bezeichnen würde. Aber paranormal ist alles, was nicht entweder rein geistig oder rein physisch ist. Alles, was geistig mit physisch miteinander zusammenbringt, ist eigentlich paranormal. Also das Leben in dem Sinne ist hier mit Sicherheit ein paranormaler Prozess. Es hat unglaublich viele Schlussfolgerungen, was ich hier dargestellt habe, für das Thema Gesundheit, für die Psychologie, für das Thema Tod und Sterben, wie geht man damit um und darüber hinaus. Ich habe das beim letzten Mal schon angedeutet. Burkhard Heim hat auch dargestellt, wie der Beta, der Lebensprozess, der Beta-Bereich an den Alpha-Prozess der Physis ankoppelt. Das geht über das Licht in den DNS-Doppelhelix-Strukturen. Und dort ist er sozusagen fließend übergegangen zu den Forschungen von Fritz Albert Popp, der ja auch mit ihm zusammengesessen hat und das besprochen hat. Burkhard Heim hat schon Mitte der 60er Jahre die Biophotonen vorhergesagt, indem er sagte, es ist das Licht, das an die doppelspiralförmigen Gebilde in unseren Zellen ankoppelt. Und über das Licht wirken sich diese höheren Organisationspotenzen des Lebensprozesses organisierend auf die Materie aus. Und es gibt neben dem Licht noch ein zweites Elementarteilchen, das das tut, neben dem Photon, das ist das Graviton nach Burkhard Heim. Das sind wahrscheinlichkeitsverändernde Einflüsse, die aus den höheren Bereichen kommen und die Raumzeit schneiden. Sie sehen hier, ich bin dann auch schon zeitlich und inhaltlich soweit zu einem Abschluss gekommen. Sie sehen hier ein sehr komplexes, beschreibendes Modell der Wirklichkeit, das unglaubliche, spannende Erkenntnisse für die Naturwissenschaft, für die Physik hat, eine notwendige Erweiterung für das menschliche Denken, für die Psychologie, für religiös-spirituelle Themen, insbesondere für das Thema Tod und Sterben und auch für das Thema Gesundheit, Heilung. Ja, und da möchte ich auch zum Schluss kommen. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.